So. Die finden viel zu viel Kram, finde ich. 6 Schlagstöcke. Ich glaube, ich muss mal eine Runde mit unseren Wachen reden. Wenn die sowas verlieren, dann müssen die sowas auch erzählen. Da ist dann wieder ein Taser unterwegs. Okay. Da ist eine Schere auch gerade hier. 16 Handys. Wie kommen die denn hier rein? Wie kommen denn hier die Handys rein? Eine Axt, eine Schaufel, okay. Drogen, 16 Handys. 16 Handys. Wir brauchen definitiv mehr eben Metalldetektoren und wir müssen definitiv mehr untersuchen hier. Das ist ja furchtbar. Und was ist denn noch gefunden? Was ist denn hier? Eine Heckenschere? Ein Feuerzeug, okay. Und auf jeden Fall wollte jemand ausbüchsen hier. Wie gesagt, rausschaufeln ist hier erstmal schlecht. Ja, ich weiß, es ist wieder dicke Luft, weil die alles und alle kontrolliert werden und so weiter und so weiter. Ist ganz klar. So. Ach ja. Der Dicke macht schon wieder Ärger. Ein Todesfall? Wo ist ein Todesfall? Wo ist ein... 2 Todesfälle. Alter Schwede, was ist hier los? Zwei Todesfälle. Wer ist denn hinne? Ich hoffe nicht einer von unseren Leuten. Duschen ist schädlich. Also ich glaube, wir sollten das Duschen abschaffen. Das geht gar nicht. Also die ganzen schweren Jungs, die machen hier nur Kummer. Schon wieder hier unten. Na? Der Dicke, der macht hier echt voll Terror. Den dürft ihr auch mal ganz anders was erzählen hier. Mord 25 Jahre, schwere Körperverletzung 12 Jahre, schwere Körperverletzung 10 Jahre. Ernsthafte Körperverletzung 11 Jahre, schwere Körperverletzung. Der hat eine ganz schöne lange Latte hier, alter Schwede, mein lieber Mann. Wie alt ist denn der? 26, verurteilt zu 164 Jahren. Na. Da haben wir den richtigen im Laden hier. Der kommt auf jeden Fall nicht so schnell rein. Und vor allem braucht er nicht mehr Weichzerwald schnacken. Das wird wohl nichts werden. So, wer ist denn hier hinne? Da ist ein Häftling hinne. Ermordet von Häftlingen. Gut, das war einer von dem... Von den... Oder ist einer... Es ist einer von den... Von der Gang... Von den Gangmitgliedern gewesen. Gut, dann dezimieren sie sich alleine. Brauchen wir uns darum nicht kümmern. Haben wir schon mal ein Problem weniger. So, man muss das mal vorteilhaft sehen. So, pass mal auf. Materialtunnel verfüllen. So, das kann verfüllt werden. Haben wir noch irgendwann mehr? Ne, ich glaube nicht, ne? Meine Güte, hier ist ja richtig was los. Er möchte da rein und möchte sauber machen, oder was hat er vor? Ne, er möchte gerne mit seinen... Aha. Besucher. So. Da kommen die neuen Häftlinge rein, okay. Der Tote wird gerade abtransportiert da hinten. Mhm. So. Da ist immer noch ein Wasserproblem. Warum ist das ein Wasser? Habe ich da irgendwo was vergessen? Ja, das ist natürlich... Ja, wenn man da keine Wasserleitung legt, dann ist ja klar, dass kein Wasser hinkommt. Meine Güte, nochmal zu. So. So kriegen wir hin. Ach, eine Dusche. Müssen wir auch noch Bescheid sagen, dass hier eine Dusche ist. Freunde, das ist hier eine Dusche. Also hier... Nein, da nicht. Da. So, das ist eine Dusche, das könnt ihr benutzen. Da kommt Wasser aus, da oben, ne? So. Das ist doch schon mal ein ordentlicher Laden. Da kann man doch sagen, wenn man will. Ups. Ups. So, so groß, so gut. Wie weit ist denn das jetzt noch? Handelbank auf Move, 19 Stunden noch. Okay. Dann haben wir das auch fertig. Das hier mit der Grundausbesserung durch Ausdurchbildung, das ist auch Blödsinn. Das braucht unheimlich viel, unheimlich lange Zeit. Bisschen ätzend. Haben wir noch irgendwas anderes mehr? Ich glaube, wir haben noch irgendwas über, ne? Zuschüsse? Oh je. Yeah. Das hier, das könnten wir mal machen.
Produziere 40 Wicks und produziere 10 Red Wicks. Wicks. Keine Ahnung, wie die Dinge heißen. Okay. Ich denke mal, das können wir ruhig mal machen. Weil dann haben wir ja den Platz. Nee, warte mal. Wir haben doch jetzt Kohle für den Rechtsverdreher. Oder nicht? Doch, haben wir doch. Pass mal auf, wir haben hier ein bisschen Materialien. Ein bisschen Wand. Wuppi. Ein bisschen Räume. So ein kleines Bürochen. Wo haben wir denn sowas? Büro. Ach Gott, wir haben so viel Krams. Wo ist ein Büro? Wo ist denn da? Da ist ein Büro. Zuppi, ein Büro. Und den Kram, den kriegst du alles. Kein Problem. Ein Aktenschrank. Ein Bürostuhl. Vor allem am Schreibtisch erstmal. So. Bob. Und ganz netten Stuhl da rein. So ein kleiner, ganz schlichter Küchenstuhl. Der reicht ja vollkommen aus für den Kerl. So, und er muss natürlich auch eine Tür haben, damit er in sein Büro kommt. So. So. Ein Gewusel. Ameisen-Simulator. Aber die sind ein bisschen kritischer, die Jungs hier. Die sind echt leicht reizbar. Schlimmer wie Ameisen. So, haben wir alles... Da oben ist... Was, haben wir hier irgendwas übersehen? Da ist ja auch noch ein Loch. Hallo? Wieso ist hier noch ein Loch? Geht ja gar nicht. So, wie sind Bedürfnisse eigentlich jetzt? Ist das klamottentechnisch einigermaßen hin jetzt? Bedürfnisse. Hm, die waren noch irgendwo hier oben. So. Kleidung. Es wird immer schlimmer mit Kleidung. Warum nicht? Nicht gerade für modische Zwecke, hast du nicht gesehen. Indem die Wäscherei, Gewinnungsrechnung und Hausmeister einstellen. Ja, ich höre schon wieder. Da ist schon wieder Highlife und Konfetti. Die haben sogar jetzt ihre Hemden ausgezogen. Die wollen jetzt richtig Rabatz machen. Gleich haben wir freien Schusswaffengebrauch. Wenn das so weitergeht. 5 Todesfälle heute. Die Gangmitglieder, die machen sich ziemlich dicke hier. Hallo Nene, willkommen. Freut mich sehr, dass du mal vorbeischaust. So, was habe ich jetzt gesagt? 5 Tote, also wir machen hier echt... Das sieht nicht gut aus für uns, sozusagen. So, pass mal auf, wir müssen hier einen Rechtsanwalt. Rechtsanwalt, 5000. Der kostet 200 Mücken am Tag. Alter, der ist ganz schön teuer. Na gut, die Buchhalter auch. Okay, der Rechtsanwalt ist ziemlich günstig. So, mein Freund, mach dich mal hier ran. Wir brauchen aber noch Leute. Das nützt alles nichts. 47 Leute. 42, so. Es muss ja ein bisschen für Sicherheit gesorgt werden. Nützt ja alles nichts. So, den haben wir. Den dürfen wir auch natürlich jetzt, ich hoffe mal... Präsentinformationssystem. Okay, 23 Stunden. Buchhalter müssen teuer sein. Das muss gerade du sagen. Ja, hier ist richtig Rabatz im Shoppen. Also, langweilig ist uns auf jeden Fall nicht. Aber wir haben das sowieso ziemlich relativ im Griff. Pass mal, wir wollen das mal... Was ist mit der Kleidung los? Ah, das beruhigt sich ja langsam. Komfort. Okay. Hm. Zuschüsse, Programme. Pass mal auf, Programme. Wir wollten ja Programme was regeln. Hygiene, Küche, Verhaltenstherapie, bla bla bla. Drogensucht, Alkoholiker, Wachen. Thesausbildung, Wachen. Achte Warteschlange. 75 beendet, 38 bestanden. Alter, die können doch nicht mal mit so einem... Leute, was sind das für Wachen? Kein Fachpersonal. Hier ist kein... Das kann ja auch nicht funktionieren. Kann ja auch nicht funktionieren. Hier ist kein Fachpersonal drin. 100 Leute warten. So, pass mal auf. Starten wir nochmal eine Runde und starten wir auch nochmal Trainings in der Geschichte. Die wollen alle wie die wahnsinnigen Basketball spielen. Kriegen wir noch eine mehr rein? Oh ja, tatsächlich. Holla, diese Waldfee. Aber das, glaube ich, kriegen wir alles nicht geplant hier. Das ist nämlich alles neben der Arbeitszeitgeschichte. Okay, das fängt um 6 Uhr an. Prison Basketball, 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 nicht alles gesehen. Wo ist denn überhaupt die... Thesausbildung für Wachen.
Gruppentherapie für. Was? Entfernen Sie dies. Nein, sicher gar nicht. Nein, nein, bleib mal so, wie es ist. How to cut. Was haben wir denn hier? Aber das läuft ja soweit. Das ist ja alles gar nicht mehr schlecht. Aber da vorne ist alles vollgeproppt mit. Was ist denn unser Tagesplan? Dusche, Freizeit. Ja gut, dann können Sie auch ein bisschen Sport machen. Da, nicht? In dem Bereich. Duschen, wer will denn schon duschen mit der Zeit? So, also habt ihr irgendwann mal den Kram verpackt hier oder was ist los? Was machst du denn da? Arbeitet? Sind jetzt drei Leute beschäftigt oder wie sieht's aus? Was macht der jetzt hier? Der arbeitet auch, okay. So, der Rechtsanwalt ist auch im Gange, alles klar. Dann können wir normalerweise noch so einen, diesen Schuppen da bauen, damit die Sachen hergestellt werden können. Wo machen wir denn das am besten? Ich würde sagen, das wäre ja eigentlich ganz praktisch, wenn das im Bereich der Werkstatt wäre. Alles, ja, bewaffnete Wachen. Ich habe da so ein bisschen Bammel vor, dass die Jungs überfallen und da die mit der Knarre durchbrennen. Aber das können wir auch theoretisch mal machen. Ist ja nicht so, dass wir es nicht hätten. Wir können das ja nicht machen. Pass mal auf, wir haben es doch. Ist aber kein Problem. Kohlemäßig haben wir es auch. Das hat geklingelt. Ist jemand an der Tür? Hallo? Was war denn fertig geworden? Ach, Wachtürme. Alles klar. Gut. Das dauert noch 18 Stunden. Oh. So, bewaffnete Wachen. Personal. Wir haben 2 von 10. 2. So, die kosten uns aber 1500 am 350 Mücken am Tag. Wenn es drauf ankommt, dann müssen sie auch mal schießen. Ne? So. Wir können nur einen anstellen. Einen einzigen. Na gut, haben wir eben 5 bewaffnete Wachen. Okay, die wollen wir auch mal zutaten, dass sie ein bisschen laufen hier. Und zwar, da laufen 1, 2, 1, 2. Würde ich mal sagen, wir lassen einen mal hier durchtoben. Oder 2. Wäre doch nicht schlecht, ne? So. Die halten den Laden hier. Wenn es aber ankommt, muss geschossen werden. Nützt ja alles nichts. Wenn die nicht hören wollen, dann müssen die fühlen. Nützt nichts. So, pass mal auf. Was habe ich jetzt gesagt? Da sitzen noch welche ein. 5 normale und 5 hohe Sicherheit kommen noch. Okay, die kommen doch rein. Was habe ich jetzt gesagt? Wir wollten hier noch was bauen, aber das können wir nicht. Wir haben nicht genug Pisselotten. Klar laufen die mit Raketenwerfer drum, Kuga. Hier kommt nur das große Kaliber zum Einsatz, nicht so klein Kram. Wie gesagt, wir haben ja genug Handwerker hier im Laden, also das ist ja nicht das Problem. Sowas können wir leicht reparieren. Du hast Déjà-vu. Das war ja nicht mit Absicht, Mensch. Das war's ja nicht. Bewaffnete Wachen. Da ist jemand. Da steht auch die Pausenzeit drinne. Okay. Wann die Pause machen? Baum? Nee, warte mal. Siehst du, weil die das essen, die haben richtig feinen Kram hier. Richtig guten Kram kriegen die zu futtern. Und wenn man sieht, was die Häftlinge kriegen. Naja, muss billig sein. Nützt alles nichts. Soll nichts kosten. Mein Gott. So, was haben wir denn überhaupt noch? Wir haben noch ein paar Sachen, die wir gerne mal. Wir haben doch. Zum Tode fahren. Kleinere Zellen, rechtliche Vorbereitung. Was ist das? Nein, wir können ja einen Raum bauen. Objekte, Räume, wo war das jetzt? Und zwar Bewährung, da ist sie. 5x5 müsste die groß sein. Wir haben keinen Platz für 5x5. Geschweige denn, wir wollen so viel bauen. Wir wollen viel zu viel machen. Viel zu viel auf Mal.
Tana steht auf dem Rand und Zova zündet unter ihren Raketenwerfer. Das macht ja nichts. Die Rakete, die fliegt ja da raus. Schwuppsi. Die fliegt ja ganz woanders hin. Du hast dich nur erschrocken vor dem Rückstoß, der da passiert ist. Vor dem Wusch. Wurde ja keiner verletzt. Ich glaube, ich habe noch niemanden Zombie getroffen damit, ne? Ich glaube. Oh je, oh je. Jetzt ist alles ruhig. Wir wollten doch... Jetzt müssen wir das anders machen. Das machen wir jetzt anders. Pass mal auf, machen wir anders. So, zack. Durchsuchen. So, das haben wir mal so ein bisschen dezent halten, das Ganze. Toilette. Block durchsuchen. So, Jungs, habt ihr was versteckt? Hm? Da kommen sie an, die Horde der dunklen Anzüge. So viele Spikes waren da gar nicht, Kuga. Da waren gar nicht mehr so viele. Die waren schon alle weg. Wer deinen einzigen Notfall zu verantworten hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin da nicht dabei gewesen. Keine Ahnung. Tja. Tja, wer ist Stone jetzt da, würde ich sagen, Friendly Fire. So. Es sieht hier aber sehr schlimm aus. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen... Also, das sieht echt furchtbar aus. Was? Was? Da hat doch jemand versucht zu puddeln. Da haben wir doch einen guten Riecher gehabt, ne? Oder? Würde ich mal sagen. So, mein Freund. Kriegst du seine Metallringe an? Sieht ja auch schick aus. Und dann wollen wir das hier gleich mal verfugen. Da hatten wir doch einen richtigen Riecher gehabt. Ist sowas, du? Mensch, das gibt's ja gar nicht. Wie ich weiß. So, wieder ein bisschen Spannung hier im Laden. So, was haben wir an Personal eigentlich hier? Ein Hausmeister, wo haben wir den denn? Wir haben nur zwei. Ich würde sagen, wir müssen echt noch ein paar von den Jungs einstellen. Nützt alles nichts. Damit es hier ein bisschen in Gang kommt. Das sieht nämlich aus wie bei Kraut und Rüben hier. Warum ist hier denn so eine Spannung im Laden? Das verstehe ich nicht. Also es ist doch alles ganz nett und friedlich. Und diese Duschzeit, Waschen, hast nicht gesehen. Alles gut. Zuschüsse, Programme. Alles super. Nein, wie geht's denn jetzt hier? Bedürfnisse. Wärme. Mein Gott. Ein bisschen mehr Jacke an und dann klappt das alles. Die sind doch ein bisschen sehr feinfühlig, ne? Was will der denn jetzt schon wieder? Die Medien haben sich einem anderen Thema zugewandt und das Gesetz, das Handelbänke in Höfen verbietet, wurden zurückgenommen. Sie können die Handelbänke also wieder aufstellen. Du bist eine Pflaume. Also ehrlich, so eine Wurst. Na gut, stellen wir die Handelbänke wieder auf. Wir haben sie ja in Reserve irgendwo stehen. Handelbänke, 12 Stück. So. 6. Sechs, so, so. Auto speichern. Ja, ich höre schon wieder die Taser. Wer ist denn, der Dicke macht da bestimmt wieder Stress gleich, ne? Ich sehe das schon wieder irgendwie kommen. Ich traue dem Typen ja wohl überhaupt nicht, ne? Vor allem, die frieren hier wie Hölle. Da müssen wir auch was gegen tun. Wir müssen erstmal gegen das Frieren was tun. Aber andersrum, Wärme. Wärme ist ein großes Problem. Wärme müssen wir regeln. Oh, wir müssen Wärme regeln. Wärme regeln. So, ein Boiler. Wir kriegen alle einen Boiler. Und zwar... 1, 2, 3. Und warm Wasser. Kriegen wir natürlich auch. So. Und darüber. So, und hier genauso. Warm Wasser. Bis wohin? Bis dahin, würde ich sagen. Wer macht denn da schon wieder Ärger? Oh, es ist nicht zu fassen. So, bis... Ich würde sagen, bis da runter. So. Und dann darüber. Meine Güte, das ist doch nicht zu fassen. Ich verstehe nicht, warum bei den Objekten, warum die Heizung nicht bei dem Wassergeschichte mit ist. So, hier ein bisschen Heizung. Zack. Zack. Hier genauso. So.
Nein, dahin. So, die ist glaube ich verkehrt hier oben. Ne, die passt. Da haben wir hin. Da ist schon wieder was gefunden worden. Ich drehe durch. Was haben wir noch? Wasser brauchen wir. Da brauchen wir noch ein bisschen Frischwasserzufuhr, damit der Boiler auch funktioniert. So. Und zwar hier auch nochmal. So. Und ich glaube, Strom brauchen die auch noch, ne? Aber Strom ist ja direkt nebenan. Das müsste doch klappen. Ja, ja, hier oben ist was los. Was ist hier los? Da sind so viele... Der Hund schlägt hier total an. Das dreht voll durch. Hier ist nicht so viel los. Einmal durch so. Eigentlich nicht so gut am Tag, aber naja, nützt nichts. Bevor sie doch noch so weit sind. Ungeschickt. So, ach hier. Na, Moppel? Wie sieht's aus? Willst du für uns arbeiten? Höchstwahrscheinlich nicht. Nee, wenn er schon 170 Jahre im Knast sein musste oder 166, keine Ahnung, da ist schon wieder was los. Alter Schwede, hier ist richtig Rabatzen Konfetti hier, das ist ja richtig Wahnsinn. Alter, was ist hier los? Er dreht voll durch hier. Er dreht voll durch. Scott. 31. Britzelt ihn fertig. Bewusstlos. Der macht, der bringt ja den Booty auseinander. Alter Schwede, hier ist was los. Meine Güte. Und das sind nur 110 Häftlinge. Ich will mal wissen, was los bei wenn wir da 500 drin haben. Keine Kontrolle mehr. Alles zu spät. Alles tot. Alles beendet. Schon wieder. Ja, ja, die... Die, Bandenmitglieder, die drehen voll durch. Alles klar, Tana. Dann können wir das nächste starten. So. Den haben wir auch. Wache. Ich mach mal gucken, wie ist das eigentlich mit Informanten? Informanten kriegen wir, glaube ich, gar nicht, ne? Wie war denn das? Ach, da oben ist einer. Alter, hier ist jemand, der möchte gerne Wache werden. Potenzieller Informant. So, mein Freund, wollen wir uns mal unterhalten? Wie sieht's aus? Hättest du Lust, Informanten? Ja, klar. So. Unser Informant. Alles klar. Da haben wir doch einen. So, mein Freund. Joel Vandenweuvel. Alter, was ein Name. Verdacht. Also wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit dem Knecht. Weil sonst gibt es nachher böse Ärger. Sonst wird er nachher noch ausgeknipselt. Aber das muss ja nicht sein. Ach, der wird in die Zelle eskortiert. Aber wie sieht's aus? Ich denke mal. So, Bandenmitglieder. Ach, die haben sich schön dezimiert. Finde ich gut. Doch, siehst du. Das geht gerade von alleine. Wir brauchen gar nicht viel tun. Das klappt ganz von alleine. Ach ja. So, und sonst? Was haben wir jetzt an Kosten? Wir müssen noch mal sehen. Wir brauchen noch, genau, Gärtner. Hausmeister, da müssen wir noch gerne... Stellen wir nochmal zwei ein. Damit der Laden hier ein bisschen im Schuss ist. Weil die haben ja doch eine Menge zu tun. Von dieser schlimm aus hier. Meine Güte. Vor allem hier, das ist ja also furchtbar. Freunde, räumt mal die Küche auf. Wie sieht das hier aus? Da liegen noch Zutaten rum. Und da ist Müll und da liegt Essen auf dem Boden. Ist das für Nachttisch oder was? Für später. Für später, kann ja sein. Es ist so stille hier. Ich wundere mich ganz halt schon, dass es still ist. Was ist passiert? Was ist passiert? Ah, ganz böse. Kann ich drauf wieder, also gar nicht gemerkt. So ruhig war das hier. Mensch, furchtbar. So, das haben wir zurecht. Habe ich schon mal gesagt. Ich wollte doch was bauen. Ja, genau, ich wollte was bauen und ich habe keine Kohle. Genau.
Weil aus diesen Haarstapeln hier, da können wir nämlich wegwerfen. Daraus können wir nämlich hier Perücken basteln. Da sitzt einer. Ah, muss ja auch mal sein. Da können wir Perücken machen und die auch verkloppen. Das wollen wir gerne machen. Aber wie gesagt, uns fehlt ein bisschen Kleingeld. Ein ganz wenig. Dann kriegen wir eine neue Häftlinge. Gar nicht. Okay. Aber wir haben doch bestimmt bald ein bisschen Holz hier, ne? Weil sie sind noch klein. Das dauert noch ein bisschen. Aber wir können hier mal ein bisschen was rumfällen. Die können auch mal weg, ne? Abreißen. Abreißen. Warte mal. Das hätte ich auch anders machen können. So. Abreißen. Habe ich schon gemacht. Und den auch. Abreißen, ne? So. Achso, ich wollte mal was testen. Ah, genau. Mit Rechtsklick. So war das ja auch, genau. Einmal Tür öffnen. Ah. Ja, man lernt nicht aus. Man lernt nicht aus. Immer wieder was Neues. So. Das ist warm. Ach, hier fehlt noch ein bisschen was, ne? Da ist Strom gekommen. Warmwasser läuft. Heizungen sind schon dran. Die haben das bestimmt schön warm. Vielen Dank, Stone, für deinen Host. Finde ich ja sehr, sehr nett von dir. Da ist immer noch was, Mensch. Meine Güte, wie kann das angehen? Wie kann das angehen? Kriegen wir das hier fertig gebaut irgendwie? Das wäre mal ganz, ganz nett. Das wäre eine tolle Nummer. Was wollte ich jetzt gucken? Wärme. Zack. Ach doch, das geht. Ach, die Wäscherei und so ein Kram sind ziemlich kalt. Vielleicht sollte ich da auch nochmal irgendwie ein bisschen für Wärme sorgen, ne? Vielleicht sind die ein bisschen besser drauf. Aber wir haben nicht genug Kohle, das ist das Problem. So ein Boiler, der kostet schon ein bisschen Kohle. Also das ist nicht gerade, nicht ganz gratis. 500 reicht nicht. So viel Kohle haben wir nicht. Wir haben alles ausgeplündert. Wir haben alles rausgebratzt. Baumstumpf. Hier ist Holz. 50. Okay, das ist ja nicht viel. Naja. Was liegt in der Werkstatt rum? Ist da irgendwas zum Verhökern? Stapel. 220, 120. Ach, Holz bringt eine ganze Menge, ne? Viermal Holz, 200 Mücken. Ist schon nicht schlecht. Da werden die Lebensmittel reingeschleppt, alles klar. So. Und was ist hier? Haben wir da irgendwas vergessen? Versorgung. Nicht weit genug gebaut. Na ganz klar. Das ist sowas von, ne? Zu wenig Kapital, sagt man jetzt nicht sowas. Nee. Wo ist die Kohle hin? Jetzt geht's, okay. Da hat der Hund auch irgendwas gefunden. Der dreht doch voll durch hier. Da ist doch irgendjemand am Schaufeln. Ja, werden wir die Zelle nochmal durchsuchen hier. Den kompletten Block. Da wird wohl nicht jemand so dämlich sein, nur von hier hinten darüber buddeln und da hoch. Glaube ich eher nicht. Was machst du hier? Unterdrückt. Häftling nach Zelle eskortieren. Aha. Plötzlich viel verhalten. Okay, was hast du gemacht? Was hast du Mist auf dem. Nee, kann man nicht. Aha. Auf jeden Fall, sie sind die Jungs am Schaufeln wie die Großen. Das ist schon mal nicht gut. Furchtbar, Mann. So, zack. Mach das dicht. So. Da oben die Zelle ist immer noch im Eimer. Müsste mal repariert werden. Ach, da ist jemand da jetzt. Ach, klar. Wundervoll. Das ist Post. Briefe von... Ach, von seiner Mutti. Ja, der sitzt aber gerade irgendwo anders ein. Oder ist er fertig? Weiß ich jetzt nicht. Wer läuft da? Das auch noch. Aha. Da kommt er. Der Brummel. Da ist er. Nein, doch ist er. Der ist ganz schön maulig, ne?
Der ist ganz schön maulig, alter Schwede. Wärme. Wärme, ich hab Wärme, Freunde. Jetzt wird das ganz ruhig hier, ne? Okay. Aber wir haben ein bisschen Plus. Wir müssen jetzt schnell mal fix mal hier ein bisschen Rohr verlegen. Wir müssen mal kurz ein Rohr verlegen. Wo ist denn das Problem? Ach, Kaltwasser. Was fehlt hier noch? Ah. In der Dusche gibt es kein Warmwasser. Nein. Geht gar nicht los. Wo ist unser Mann? Mit dem Röhrchen, da ist er. So, jetzt wird es auch warm hier in dem Laden. Schauen wir mal kurz nach. Temperaturtechnisch, oh, das wäre doch mollig. 17 Grad, 24 Grad. 19 Grad. 27, das wird auch wärmer hier oben. Warte mal ab. 20 Grad haben wir schon. Ach Mensch, das wird richtig kuschelig. 21 Grad geht nach oben. Super. Sehr schön. Ach Mensch, das ist doch gut. Kantine ist auch schön warm. Küche ja sowieso, ist ganz klar. Aber wir müssen hier noch was machen, wie gesagt. Da fehlt uns ein bisschen Kleingeld. Was ist da schon wieder los? Da oben macht doch wieder einer Rabatz. Leute, reiß doch mal am Riemen, Mann. Wir haben viel zu wenig, wir haben viel zu wenig Wachen. Wir müssen härter durchgreifen. Viel härter durchgreifen. Aber wie gesagt, keine Kohle. Das kommt viel zu langsam rein. So, Freunde, ich denke mal, wir machen mal ein ganz, ganz klitzekleines Päuschen. Und dann bin ich gleich wieder da. Und dann mal schauen, was denn passiert. Vor allem, wir müssen ja auch noch unsere Gewinner ziehen, nicht? Muss ja noch sein, muss ja noch passieren. Okay, also wie gesagt, gleich wieder da. Und ich hoffe mal, dass ihr da seid, dass ihr zuschaut, die mitgemacht haben. Damit wir auch gleich... Es schneit! Sehe ich jetzt gerade, es schneit! Habe ich noch gar nicht gesehen. Nein, wie cool. Wie cool ist denn sowas? Das schneit, minus 2 Grad. Das finde ich ja nicht schlecht. Wie gesagt, müssen wir zusehen, dass wir da was Warmes kriegen. Meine Güte! Wie gesagt, wir machen ein kleines Päuschen und dann geht das gleich weiter und dann wollen wir mal die Gewinner ziehen und mal sehen, wenn die denn da sind, dann können sie auch gleich ihr Spielchen ausruhen. Finde ich cool. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Warte mal, ich muss auf Pause gehen. Zack, da bin ich noch zu sehen. Das will ich mal kurz abklemmen. Bin gleich da. So.